Wie ist es bei deinen Haustieren? Schlafen die auch so viel? Ihr großen und kleinen Träumer da draußen. Mein Name ist Dabakash. Ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist bei School of Dragons. Und am Anfang der Folge, wie immer, mein Freundescode EMDZ4J. Freundschaftsanfragen sind wieder alle angenommen, ne? Und ich würde sagen, es kann weitergehen. Ich muss nur mal gucken, was ich eigentlich mache. Ich weiß es noch nicht so genau. Ich schaue mal in mein schlaues Questbuch. Oh, spiele mit deinem Drachen. Das ist doch leicht erledigt, oder? Das könnte ich doch eigentlich mal machen hier. Absteigen. So. Komm her. Hol das Bällchen. Das ist auch cool, dass der Hintergrund sich jedes Mal ändert, je nachdem, wo man spielt. Ne? Das finde ich auch ganz cool gemacht. Und hol das Bällchen. Ah. Ja, bist ein feines Träumerle. Und nochmal. Guck mal, und dann kann er doch eigentlich noch ein Drachenleckerli kriegen. Guck mal, willst du einen Bonbon? Bitteschön. Ah. Oh, komm her, kriegst noch einen Bonbon. So, jetzt ist er aber glücklich und zufrieden. So sollte ein glücklicher Drache aussehen. Lass ihn ein paar Dinge abfackeln. Spiele Feuerball-Wahnsinn, damit dein Drache etwas Dampf ablassen kann. Gut, letzte Folge bin ich in der Flugschule gewesen. Hoppala. Und dann könnte ich ja in dieser Folge tatsächlich noch eine Runde Feuerball-Wahnsinn spielen, oder? Mal gucken, was habe ich denn noch für Quests? Ich weiß das immer nicht so aus dem Kopf. Also, Feuerball-Wahnsinn soll ich spielen? Aber es ging doch hier auch mit dem mysteriösen Nebel weiter, ne? Das mache ich, glaube ich, heute. Da habe ich, glaube ich, jetzt Lust zu, das Horn zu blasen. Lass mich mal schauen. Das muss ich in Berg machen. Ich glaube, das mache ich. Feuerball-Wahnsinn kann ich dann immer noch spielen. Ich habe heute Lust... Ach so, okay. Ach so, hier soll ich Schafe sammeln. Ja, aber ich will das Horn machen. Ich muss jetzt erstmal gucken, wo muss ich das denn machen? Den höchsten Punkt für das Thermometer habe ich ja auch noch nicht gemacht. Ne? Das steht auch noch aus. Wo ist denn das Horn? Okay, warte mal. Ist das das da? Oh, nee, hier muss ich runter. Wow. Oh, das ist echt cool hier. Nee, jetzt muss ich darum. Na, wohin denn nun? Also dieser Quest-File ist echt, funktioniert einwandfrei. Also, liebe Entwickler, da ist das Horn. Liebe Entwickler, ne? Da ist Ausbesserungsbedarf. So, auf geht's. Hey. Okay. Toothless und ich sind bei dir durch dick und dünn, Dama. Oh, think you're up for the challenge? Also, wir gehen zurück in den Nebel, wann immer du sagst, du bist soweit. Ja, ich bin jetzt soweit. Auf geht's, explore the sea. Na? Oh, da kommt ein Schiff. Das sieht nicht gut aus. Oh, I got it. This is what I want you to do. Ein Drachenjägerschiff. Mulch und Bucket hatten recht. Wir müssen das Schiff abschießen und es zerstören. Alles klar, zerstören kann ich. Und flieg. Ich bin ja nicht alleine, ne? Wow. So, ich... Oh, ein bisschen tiefer vielleicht. Ah, das Schiff kriege ich kaputt. Ich sehe es doch. Upsala. Hauptsache, auf meinem Träumerle passiert nichts. Haha, geschafft. Warte, Drachenreiter. Ruf deine Drachen zurück.
wir irgendwas, dein Banner, wir akzeptieren vielleicht, also ich weiß nicht genau. Wir schwören, dass wir dieses Wasser verlassen werden und zu unserer Basis zurückkehren. Wir haben irgendwie unseren Kopf verloren in diesem Nebel. Wir wollten niemals so nah an euer Zuhause kommen. Wie wär's, wenn wir etwas aushandeln, Drachenreiter? Informationen? Wir geben euch Informationen und ihr lasst uns unsere Leben. Ich höre, dass du den Pirat Harold Forkbart nicht magst. Und ich weiß ganz genau, wo er hingeht. Spreche mit dem Drachenjäger über Harold. Alles klar, dann fliege ich da mal hin. Ich bin so froh, dass ich jetzt fliegen kann. Das ist echt so cool. Und landen. Oh, ups. Okay. So. Aber ob man denen vertrauen kann, ist halt die Frage, oder? Ah, guck mal, da ist Hicks auf ohne Zahn. Wie cool. Forkbart ist zurück in diesem Land, Drachenreiter. Er tauscht... He is trading goods. Er tauscht irgendwas aus und spricht von irgendwelchen Drachen irgendwas. Keine Ahnung. Das, was ich gehört habe, du und die Drachenreiter haben... müssen mit ihm, mit dieser Ratte klarkommen. Best you get to him before some of the other hunters. Besser ihr kriegt den als irgendjemand der anderen Jäger. Guck mal, das ist total süß hier mit dem Träumele da hinten. Er hat viele Brücken abgebrannt um dieses Wasser herum. I've got an idea. Harald, ich wusste, er würde uns wieder zurück in, er würde uns nur Ärger bringen. Ich weiß nicht, wo dieses Auction Island ist, aber ich glaube, ich war da schon mal vor ein paar Jahren. Ich war sehr beschäftigt die letzte Zeit, als wir da gewesen sind. Also glaube ich, es könnte einen anderen Weg geben, um dorthin zu kommen vielleicht. Wir kennen jemanden, der irgendwas tauschen würde. Sprich mit Eret. In den Training Grounds. Okay, das mache ich jetzt dann mal. Dann spreche ich mal mit Eret. Ach, guck mal. Ach, notfalls hätte ich hier auch mit dem Drachen fliegen können, wenn das Träumerle noch nicht flugbereit gewesen wäre. Warum schläft der immer? Mein Träumerle ist ein Schlafdrache. Also der ist immer müde. Rauf jetzt hier. Also Träumerle, sei doch nicht so ein Schläferchen. Wirklich wahr. So ein müder Drache. Manometer. So, der ist ja fast wie mein Hund. Der Hund schläft auch immer. Also ich weiß auch nicht, der kann immer schlafen. Immerzu schläft dieser Hund. Wie ist es bei deinen Haustieren? Schlafen die auch so viel? Also mein Hund, der liegt meiste Zeit auf der Couch und schläft halt einfach vor sich hin. Da unten muss ich runter. Und hört dann auch nicht auf zu schlafen. Also ich weiß nicht, die ist, glaube ich, nie in ihrem Leben ausgeschlafen gewesen. Wie ist es bei deinem Hund, Meerschweinchen, bei deiner Katze, bei deinem Pferd? Sind es auch so Schlafmützen? So. Ei, Drachentrainer, ich weiß, wo Auction Island ist und ich kann dich dorthin bringen. Aber ich warne dich. Hä? But I would warn you of... Aber ich warne dich davor, was du fragst. Na, wie auch immer. Es ist das Herz des feindlichen Gebietes. Also da sollte man auf alle Fälle besser nicht hingehen, weil da sind die anderen und die wollen einen wohl als Leder. Okay. Oh Gott. Sei sicher, dass du deinem Drachen einen Glückskuss gegeben hast. Träumerle kann uns nicht folgen an diesem Ort. Okay. Alles klar. Das Träumerle kann nicht mitkommen. Träumerle, du musst hier bleiben, Träumerle. Bis dann, Träumerle. Pass gut auf dich auf. Okay, kann ich jetzt hier...
Wie kann ich denn da hier rauf auf das Boot? Unters Boot komme ich schon mal. Ach, da komme ich wahrscheinlich nicht weiter ohne Mitgliedschaft, oder? Das könnte natürlich sein. Oh, ist das dann schon die ganze Geschichte gewesen, die ich spielen kann ohne Mitgliedschaft? Ja. Und das kostet wahrscheinlich wieder, guck mal, so viele Games. Nein. Oder man muss halt Membership haben. So, jetzt gucke ich mal. 7 Tage würden 300 Games kosten. Okay. Oder, ja, man kann hier dann kaufen für ein Jahr für 84. Mhm, bestimmt. Na gut, das kann ich also nicht weitermachen. Schade. Ich hatte euch ja eigentlich gefragt, vor 2 Folgen oder so war das, glaube ich, meine Frage der Folge. Kann ich eigentlich komplett das Spiel spielen ohne Mitgliedschaft? Und da haben also die meisten gesagt, ja, das geht. Aber scheint nicht zu gehen. Also man braucht dann eine Mitgliedschaft. Ich kann zwar weiterspielen, aber ich kann nicht weiterspielen. Also du verstehst, was ich meine. Ich habe dann nur noch die wiederholbaren Quests jetzt, oder? Also ich weiß es gar nicht genau. Das ist ja schade. Das ist ja sehr schade. Spiele das Donnerrennen. Hole das Thermometer. Ja, da war ja was. Das kann ich auch noch machen. Besuche die Stelle. Mhm. Okay, ich werde mal gucken, was ich in der nächsten Folge dann machen werde. Mal schauen. Ich danke dir jetzt sehr fürs Zuschauen und dabei sein und sag bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Deine Damakasch.